Hallo Daniel, guten Tag. Ich will mal gucken, wie es dir so geht und ob es Neuigkeiten gibt. Nun hast du mir eben erzählt, die Geschichte mit dem neuen Konto von der Sparkasse war ja von der Sache her schon abgeschlossen. Und nun bist du in den letzten Tagen überfallen worden. Man hat dich also ins Gesicht geschlagen, mit den Füßen getreten. Und bei meinem letzten Video hat ja zwar schon das Konto Bestand gehabt, aber du hattest davon noch kein Geld bekommen. Und nun ist dieses Konto eigentlich aktiv und dir wurde die Geldkarte gestohlen während eines Überfalls hier im Zelt im Dunkeln. Und da frage ich mich natürlich, wie sowas sein kann. Und ich habe schon immer solche schlimmen Dinge geahnt. Und hier bist du ja in der Öffentlichkeit auch relativ schutzlos. Und ich frage mich nur, was dein Betreuer da wohl macht, der sich ja nun überhaupt nicht kümmert. Oh. Jetzt musst du nochmal erzählen. Was soll ich erzählen? Na, das ist ein Problem, wenn wir Geld haben, eine neue Karte. Ja. So eine Farce. Und auch mit dem Überfall nochmal. Ja. Ja, das musst du dir nochmal sagen. Das erste Video hat nicht funktioniert. Na, das war überfallen. So ein Bastard ist das. Gut. Da war der Betrag, das ist gut. Nee, unbegreiflich. Wohnung hat er nicht. Neue Geldkonto jetzt aktiv. Und er wurde hier in der Nacht überfallen und die Geldkarte geklaut. Die Menschen werden bestraft, die haben eine Anzeige, das ist gut.